So Leute, eine weitere Folge von Final Fantasy 1 kommt. Wir sind jetzt noch im Luftschuss, glaube ich. Das ist echt nervig, wenn man wirklich so einen Stop macht und jetzt mittendrin ist. Ich weiß noch nicht mal, wo ich bin. Deswegen, sorry Leute. Okay, scheint falsch. Also scheint richtig zu sein, aber da müssen wir später hin. Ja, das ist Umgewöhnung halt. Die ganze Zeit nicht Final Fantasy gespielt und jetzt geht es natürlich weiter. Und wie ich jetzt gerade auch noch gelesen habe, sind wir auch schon bald am Ende. Also von der Story mäßig her. Aber ich habe ja noch vor, dass wir noch ein bisschen was anderes machen werden. Kann ich ja schon, habe ich halt glaube ich auch in den letzten Parts gesagt. Dass ich ein bisschen noch mehr zeigen wollte, unter anderem bestimmte Dungeons mit bestimmten Gegnern. Und da haben wir jetzt Adamantite erhalten. Ich kann mir schon ahnen, wofür wir das brauchen werden. Wahrscheinlich für die stärkste Waffe für Chris. Aber das muss ich dann noch selber abchecken. Okay. Okay, es wird jetzt nur als wertvoll bezeichnet, aber ich meine mich erinnern zu müssen, dass man es für, lasst mich raten, Excalibur braucht. Aber das weiß ich leider noch nicht zu 100%. Aber erstmal ist unsere Aufgabe natürlich, den Windkristall zu befreien. Die oberste Aufgabe. So viel Kämpfe immer, ey. Gut, trainieren wir noch ein bisschen, aber trotzdem, ne? Kohle haben wir jetzt wahrscheinlich sowieso im, sagen wir mal so, Überfluss. Daher denke ich mal, dass wir da sowieso, also Geldmangelproblem haben wir sowieso nicht. Ich auch gar nicht mehr erinnern, wo wir alle schon waren. Also in diesem Dungeon meine ich jetzt, ne? Naja. So, willkommen zurück. Ja, einen kurzen Schnitt habe ich gemacht, obwohl der eigentlich gar nicht geplant war. Und ja, jetzt spielen wir weiter. Und sind in dem Luftschloss noch immer. Und dann hoffen wir mal, dass wir zum letzten Kristall auch kommen. Dunkelpudding. Naja, noch aus. Scheinen auch irgendwie. Blöd zu sein. Okay, nee, ich glaube, wir fliehen zum ersten Mal. Ich kann Bock haben. Luftschloss, erster Stock. Oh, richtig. Nee, eigentlich nicht. Wir müssen ja wahrscheinlich Luftschloss 3 sein. Das ist das Problem echt, wenn man zu spät spielt, also unterschiedlicher Zeitpunkt
spielt, dann vergisst man schon das ein oder andere Mal. Vergisst man auf jeden Fall, wo man hin muss und so. Und ja, das ist auf jeden Fall der Fall hier. Gibt es. Das gefällt mir dann selbstverständlich nicht. Wir haben aber sowieso genügend Items. Sonst wäre das sowieso überhaupt kein Problem. Ja, aber dieser Dungeon ist echt schon gewissermaßen lang. Da fast alle Gegner angreifen dürfen, bevor ich angreifen darf, das ist dann schon ziemlich nervig. Aber der Hintergrund ist cool auch. Das finde ich ganz cool an Final Fantasy 1. Weil die Hintergründe da immer richtig geil aussehen. Ein Teufelsauger. Der ist nicht so stark. Das habe ich schon einmal in unserem Abenteuer erledigt. Wir gucken nur zur Sicherheit. Ich weiß noch nicht mal, ob ich hier schon öfter war. Ja, ich sollte wirklich, wenn ich in einem Dungeon bin, den auch komplett schaffen und dann meistens draußen sein. Bin ich nicht so vergesslich und weiß, was zu tun ist. Weiße Robe. Schwarze Robe. Cool. Aber scheinbar brauchen meine Gruppen nicht. Ich dachte, das ist für Terra und Jo. Weil es, glaube ich, gegen für die am besten ist, weil dann ist nochmal die Effektivität gegenüber Magie runter. Und da mussten wir wahrscheinlich hin. Wenn da jetzt dritter Stock steht, dann sind wir richtig. Ja, man merkt auf jeden Fall, dass wir schon ein bisschen stärker sind. Wenn sie so. Oh, 56. Luftschloss Level 3. Sieht auf jeden Fall nach einem blöden Dungeon wieder. Dunkelkrieger. Hä? Der sah aber anders aus. Das war kein Dunkelkrieger. Super. Ey, aus der Route ist auch wieder schon. Cool. Ich glaube, das war gerade ein Fehlerkampf. Weil das war nicht ein Dunkelkrieger. Dunkelkrieger ist doch dieser Schwertkämpfer, den ich cool finde. Keine Ahnung, Leute. Auf jeden Fall haben wir es auf Video. Kann sein, dass dieses Spiel einen kleinen Fehler hat. Da sollte ich mal ganz schnell Galileo Mystery anrufen. Vielleicht wissen die was. Okay, ich glaube, das ist ein Rätsel, wo man hin muss auf jeden Fall. Okay. Jetzt nochmal zurück. Wir müssen zweimal nach oben. Oder nach unten. Ich gehe jetzt mal nach oben. Und dann zweimal links oder rechts. Dann kommen wir zum nächsten Teleporter. Weil sonst ist das ein Ort, der ein, kann man so sagen, ewig, das ist ein ewig Ort. Das heißt, man, kann er ewig durchirren, wenn man nicht weiß, wie man da hinkommt. Das ist dann das tricky. Zur Sicherheit habe ich mir dies auch aufgeschrieben, weil ich wusste, dass das eventuell später ein paar Probleme geben könnte. Und daraufhin wollte ich vorsichtig sein. Und ja. Ich bin auch Feuer.
Ruby kann jetzt Björn nicht mal angreifen. Sowieso alle am Darm sind. Okay, ich glaube Feuer war so nicht. Wir gehen jetzt rechts lang. Schmatzer! Sieht irgendwie wie ein Küsschen aus auf dem nachfolgenden Feindnetz. Ja, stimmt. Da ist der nächste Teleporter. Ich glaube, wir müssen auch schon gleich am Ende sein. Ich glaube, ich weiß es. Da gibt es hier nur einen Weg. Ich bezweifle, dass es nur in dieser Richtung geht. Den heilen wir uns jetzt mit all unseren Mitteln. Cool, dass wir das drauf haben, ne? Zur Sicherheit. Ich hätte zwar gesagt gehabt, dass der nachfolgende Boss sehr schwer werden wird. Ob dies aber stimmt, oha. Wieso dürfen die Gegner eigentlich immer anfangen? Frechheit sowas. Oha, die hat 313 gezogen und es stirbt nicht. Wie stark sind die? Ach warte, das sind doch die sind genauso stark wie diese Erdelementar, Feuerelementar, diese großen Figuren. Vertrau dem nicht irgendwie. Feuerhydra. Ja gut, dass Chris ordentlich draufhaut. Schon klar. Ja gut, die ist sowieso übel. Ja, war klar, dass... So, und da kommen wir zum Todbringer, Kali und Akkadon. Diese räudigen Nichtsnutzer. Dennoch bin ich überrascht, dass ihr Gesindel es so weit geschafft habt. Ui. Ich bin Tiamat, das Chaos des Windes. Ich werde das Letzte sein, was eure neugierigen Augen sehen werden. Und damit geht's ab gegen Tiamat, den Drachen, Winddrachen, nimmt was ihr wollt. Jo, wir haben extra... Ja gut. Komm, Exfeuer. Und hier sollen wir Flair einsetzen. Da Tiamat gegen nix eine Schwäche hat. Und oha. Er ist nicht schwach. So, Exfeuer haben wir jetzt. Natürlich die mächtige Flair-Attacke. Die 545 zieht, ja, das ist immer was. Mumm weiter auf. Dann machen wir jetzt Eis. Und Flair weiterhin auf. So viel zu, ich soll nicht Protera einsetzen, aber gut, seine Angriffe sind auch. Er hat eine Reihe gezogen, verdammt nochmal. Aber die Musik ist wiederum richtig geil. Überhaupt, Tiamat sieht geil aus. Muss man schon sagen, ne? Geil aussehen tut er auf jeden Fall. So, und jetzt müssen wir jetzt noch Blitz. Ach, da ist ein Blitz. Damit sind wir eigentlich mit allem mit allem gestärkt, dass wir gleich mit Terra auch draufhauen können. Vorausgesetzt. Nee, ich glaube, wir müssen erstmal heilen. Guck mal, er ist echt nicht schwach. Wach ist der auf jeden Fall nicht. Jetzt mal Blitzke ein. Und mit Terra setzen wir Heilger ein. Genau, Heilger. Und Flair mit Jo.
Dance. 109, Mann, das ist... Lol, er ist schon tot? Ich konnte ja noch nicht mal Meteor angreifen. Na gut. Damit haben wir Tiamat getötet. Und dürfen jetzt zum Windkristall, den wir jetzt auch befreien werden. Bing. Ja. Windflüsterhöhle. Kann ich jetzt schon verraten, diese Höhle werden wir auch noch betreten. So als Sicherheit kann ich das schon mal erwähnen. So, wir sind noch immer hier im Luftschloss und gehen jetzt erstmal hier hin. Und wo ist mein verdammtes Luftschiff? Ich hab's vergessen, wo es überhaupt, wo ich es überhaupt hingelegt habe. Ich glaube, ich merke, dass wir stärker sind. Dieser Alusaurus ist aber auch nicht. Ich glaube, in Final Fantasy 8 ist der verdammt heftig. Er hat, glaube ich, irgendwie 21.000 Kaffee. Das ist dann schon mies. So Leute, wir haben den Windkristall gemacht. Ich fliege jetzt ganz in Lust um diesen Turm. Und ja, damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy 1 wieder. Und dann sehen wir weiter, was wir machen werden.